Wir schon. In unserer Gemeinschaft gibt es keine Klausur, die wir nicht verlassen dürfen, sondern im Gegenteil ist unsere Aufgabe, wirklich in der Welt zu sein, unter den Menschen zu sein und auch dorthin zu gehen. Für die meisten aktiven Schwestern ist es notwendig, dass sie zu den Leuten gehen. Und das ist unsere Aufgabe. Wir sind da für die Menschen, zu den Menschen zu gehen und nicht um uns selbst zu kreisen. Ja, haben sie. Und wir fahren auch weg im Urlaub. Also ich fahre in die Berge, es gibt auch die Meermenschen. Ja, ich finde es wichtig, dass jede Schwester Gelegenheit hat für einen Urlaub, weil man entspannen muss, vor allem diejenigen, die berufstätig sind und vor allem auch mal woanders hin, Kulissenwechsel. Und der Kulissenwechsel ist für die Älteren auch wichtig. Wenn sie die ganze Zeit in einem Haus leben, dann brauchen sie auch mal eine andere Umgebung. Also ich glaube, es gibt kein formelles Verbot dafür. Oder kennst du was aus den Konstitutionen? Nein. Ja. Aber also es gibt wohl auch einzelne Exemplare, von denen man hört, dass sie geraucht haben, oder? Es kann sein, dass es früher die ein und andere gab. Heute ist es vielleicht ganz selten. Einfach weil Rauchen gar nicht mehr so modern ist. Aber bei früheren älteren Damen konnte das schon passieren, dass sie lieber das Raucherabteil gewählt haben im Zug. Ich glaube, dass es in den unterschiedlichen Gemeinschaften und Zeiten ganz unterschiedliche Aussagen dazu gibt. Ich kann sagen, für mich, weil ich mit jungen Menschen arbeite und weil es dort eine Hilfe ist, ins Gespräch zu kommen, wenn die mich einfach gleich einordnen können. Es ist ein Stück der Kleidung von Frauen aus früherer Zeit. Ursprünglich war es ein Teil der Tracht von Frauen, der Kleidung für Frauen. Und Frauen mussten auch in der Gesellschaft ihren Kopf bedecken. Das hat dazugehört. Und daraus sind diese Trachten geworden, die Schwestern dann einfach von Generation zu Generation weiter übernommen haben.